Moin und herzlich willkommen zurück zum Politik-Simulator 4 Power and Revolution in Burundi. Und es scheint mir, als hätten wir die Probleme vom letzten Mal gelöst. Also zumindest so mehr oder weniger. Also, was heißt mehr oder weniger? Die Frage ist, wird es jetzt so weitergehen, wie wir uns das vorstellen? Oder wird noch mal irgendwas auftreten? Das weiß ich natürlich im Vorfeld nicht. Also, was ist seit dem letzten Mal passiert? Man wird vielleicht sehen, wir sind jetzt ungefähr 5 Jahre weiter in der Zukunft, verglichen mit der letzten Folge. Das liegt daran, dass wir das Problem hatten, als wir gewählt wurden, wir waren in der Opposition, wurden dann wieder ins Amt gewählt, dann hatten wir das Problem, dass zwar der Charakter, den wir gespielt hatten von unserer Partei, der ist ins Amt gekommen, aber wir hatten dann wieder unseren ursprünglichen Charakter, hier namens Maumettel, übernommen. Und der war aus irgendeinem Grund in der Opposition, obwohl er in derselben Partei war wie der Staatschef, den wir ins Amt gehoben haben. Hi Skilo, schönen guten Abend. Übrigens im Livestream, ne, auf Twitch TV, ne, Mittwoch 20 Uhr ist planmäßig der Termin dafür. Deswegen mussten wir quasi nochmal wieder gewählt werden mit unserem ursprünglichen Charakter. Und das passieren zu lassen, war schwieriger als gedacht. Denn, weil wir ja jetzt unsere eigene Partei an der Macht hatten, konnten wir ja jetzt keine Kritik mehr an der Politik üben, weil der Staatschef hat ja genau das gemacht, was unsere Partei wollte. Das heißt, wir konnten nicht kritisieren. Das heißt, wir konnten ihn da auch nicht extra irgendwie in Probleme bringen. Und was dann noch erschwerend hinzukommt, ich hatte ja ursprünglich die Gesetze so geändert, dass jedes Jahr Wahlen sind. Jedes Jahr soll ein neuer Staatschef gewählt werden. Und das hat aber der neue Staatschef, den wir ins Amt gehoben haben, hat einfach ständig die Legislaturperiode verlängert. Und das hat er von einem Jahr verlängert auf sage und schreibe, Moment, wo steht's? Mandatslose Staatschef, 11 Jahre. Er hat es von einem Jahr auf 11 Jahre verlängert. Unser Parteikollege. Und ich saß nur da und habe mir das jedes Jahr angeguckt, wo er das nochmal verlängert, und dachte mir so, oh Mann, wie lange soll ich denn noch da sitzen? Ich hatte es jedes Mal so gefühlt fast geschafft und dann hat er das nochmal verlängert. Ich kam mir so echt bescheuert vor. Aber irgendwann hat er seine Beliebtheit drunter gewirtschaftet, zu dem Punkt, dass dann Neuwahlen ausgelöst wurden. Und dann haben wir es endlich geschafft. Und das hat etwa 5 Jahre gedauert. Und die habe ich halt nach dem letzten Stream dann nochmal ohne Aufnahme abgesessen, weil es war wirklich alles andere als spannend. Ich habe nur gewartet. Ich habe einfach nur gewartet. Mehr konnte ich nicht machen. Aber jetzt sind wir wieder im Amt und ich hoffe, dass wir jetzt wieder Dinge tun können. Das ist so meine Hoffnung. Okay. Dann schauen wir doch mal, wie es jetzt weitergeht. Also neuer Kabinettschef. Wir sollen uns jetzt wieder ein Kabinett zusammensuchen. Ich nehme einfach die Erstbesten, wenn ich ehrlich bin. Mir ist jetzt egal mittlerweile, wer in den Ämtern sitzt. Ne, nicht alle entlassen. Neuen Minister ernennen. Ich nehme einfach die das Glück haben, im Alphabet einen frühen Buchstaben zu haben. So läuft das im Leben. Wer Namen hat, der früh im Alphabet kommt, der kommt einfach öfter dran. Wenn mal nach dem Alphabet vorgegangen wird. Da spart man sich wohl Zeit. So, das machen wir mal eben. Haben wir ja auch gleich geschafft. Und dann haben wir aus irgendeinem Grund jetzt ganz viele Anfragen für Treffen mit anderen Staatschefs bekommen. Ich habe aber immer noch keine Lust auf Verträge mit denen. Das heißt, na gut, ich kann die mal annehmen. Moment, was ist jetzt los? Warum passiert hier nichts? Ich klicke drauf jetzt. Komisch, ging gerade nicht. Huch, jetzt habe ich es in den Hintergrund geklickt. Na, hier. Bestätigen. 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 Was ist denn da los? Neuen Minister ernennen. Wohnungen. Anklicken, bestätigen. Jetzt hat es geklappt.
Das hat auch geklappt. Ach guck, wir sind im Alphabet bis M gekommen jetzt. Bei den Ministern. N ist leider ein Buchstabe zu spät. Und damit auch zu spät für die erste Frau. Hm, jetzt haben wir wieder ein rein männliches Kabinett. Das ist ja natürlich nicht so gut. Naja, gut. Ist aber auch nicht so wichtig. Mir egal, wer in den Ämtern sitzt. Ich nehme einfach mal die ganzen Einladungen an. Keine Ahnung, mal gucken, wie lange wir jetzt hier Termine haben werden. Warum die ausgerechnet jetzt alle am ersten Tag gleich Treffen haben wollen, verstehe ich nicht. Aber okay, ich... habe ich das jetzt angenommen oder abgelehnt? Keine Ahnung. Gott, wir werden jeden Tag ein Treffen haben. Mir wird das ja vielleicht übel genommen, wenn ich die ablehne. Ist ja auch so ein Problem. Ach du Scheiße, sind das viele. Über 30 waren das, oder wie? Wahnsinn. Kommt man sich ja vor wie beim Arzt, ne? Wenn man da einen Termin machen möchte. Ja, ich habe einen in ein paar Monaten frei. Vielleicht. Oh Mann. So, das waren die Nachrichten, die wir bekommen haben. Und jetzt würde ich sagen, ich lasse mal die Zeit laufen und dann schauen wir mal, was so passiert. Ob die... Okay. Nochmal jede Menge Nachrichten. Das interessiert mich nicht. Der Geheimdienstchef. Alter, das sind noch mehr. Wie viele wollen denn jetzt noch alles treffen haben? Krass. Wie lange bin ich denn jetzt ausgebucht? Jetzt ist der 25. Dezember. Ach, guck mal, ich mache jetzt auch öfter Termine mit dem Arzt, weil ich hatte es jetzt das erste Mal, dass der Arzt was gefunden hat. Und dann gleich zweimal hintereinander, bevor wieder alles in Ordnung war. Krass. Wir haben jetzt bis März durchgängig Termine. Du Schande. Huch, nee, ich wollte es nicht abbrechen. Aber ich werde die alle ablehnen. Alles, was sie anbieten, werde ich ablehnen. Rückschritt, ich habe keine Ahnung, worum es geht. Aber ja, wir schätzen, wenn ihren wunderbaren humanitären Reden auch konkret. Ja, wir werden viele Dinge wieder rückgängig machen müssen, die Opposition gemacht hat. Ich frage mich übrigens, ich habe mal das Soundboard von, was wir immer beim Politik, beim Fußballmanager drin haben, habe ich mal im Hintergrund angemacht. Nein. Ich habe noch keine Ahnung, wofür ich es unbedingt nutzen würde. Ach ja, das Glück. Wie sieht das eigentlich aus? Wie hat sich das verändert? Hilfe. Ah, das neue Jahr hat angefangen. Naja, Fortschritte haben wir auf jeden Fall nicht gemacht beim Glück. Aber ich glaube, wir sind gar nicht mal so schlecht dabei. Oder? Kann sein, dass wir schon mal weiter vorne waren. Ich weiß die Platzierung nicht mehr auswendig, die wir mal hatten. Aber wir sind vor Bulgarien, das heißt, wir sind vor einem EU-Land. Wir sind glücklicher als das unglücklichste EU-Land. Das ist doch schon mal was. Guten Tag. Gerne. Und das als ehemal ärmstes Land der Welt. Oder zumindest das Unglücklichste. Hier. Weg, weg. Weg. So, und jetzt kommt halt jedes. Alle zwei Tage oder so kommt so ein Ding an. Kein Bock drauf. Gar nicht. Ermutigung wegen Frauenrechte. Sind da Rückschritte gemacht worden? Das kann sein. Wichtig ist, dass wenigstens... Ach so, sind die Grenzen eigentlich aufgemacht worden? Das würde mich mal interessieren. Die hatte ich ja immer dicht gehalten. Des Landes, Moment. Nö, die Grenzen sind nicht geöffnet worden in all den Jahren.
Man darf das Land nicht betreten. Sollten vielleicht auch mal ändern. Einfach so aus Menschenrechtsgründen, ne? Würde vielleicht auch helfen. Muss ich mir vorstellen. Seit Jahrzehnten ist das Land abgeriegelt. Einfach komplett abgeriegelt. Man darf es nicht betreten. Ich habe also, das war halt der Gedanke. Oh, Budgetüberschuss bei 123%? Nö, steht hier gar nicht. 99% steht da. Aber wir kriegen mittlerweile doch ziemlich viel Geld durch Zinsen rein, habe ich festgestellt. Hier ist unsere Wacht. Ich weiß nicht, warum das jetzt auf einmal war, weil ich hatte es ja schon mal ausprobiert und da war das nicht so erfolgreich gelaufen. Ich habe das Gefühl, das Spiel ruckelt ziemlich viel. Terroristische Organisation. Guten Tag. Dass das unsauberer läuft als vorher. Aber die große Hoffnung ist, dass diese Agonie, die wir da hatten, also dass das Gesundheitssystem zusammenbricht, dass das einfach nicht nochmal passiert. Das wäre die große Hoffnung. Aber wenn wir mal gucken, Moment. Ich kriege halt ständig Nachrichten rein. Nee, wo kriegt das bei Finanzen vielleicht? Oder Besteuerung? Oder wo könnte das drin sein? Zinszahlung, minus 20%. Also 20% unseres BIPs kriegen wir durch Zinszahlungen rein. Das ist doch auch was. Was sagt unsere Inflation? Guck mal, die ist auch recht niedrig. Die war aber zwischendurch mal ganz krass nach oben geklettert, im zweistelligen Bereich. Während wir nicht an der Macht waren. Das ist auch so, denke ich mir so, oh, wofür habe ich das alles aufgebaut, wenn die dann so mit sowas ankommen, weißt du, und dann geht der Zinssatz nach oben, die Inflation geht nach oben, was weiß ich, 10-20% und man sitzt da und kann nichts machen. Man muss den mit ansehen, wie das Lebenswerk quasi zerstört wird. Das war auch schlimm. Guten Tag. Aber jetzt haben wir unseren ursprünglichen Typen wieder an der Macht. Der hat jetzt mal 5 Jahre ausgesetzt. Und ist jetzt wieder da. Er ist jetzt mittlerweile... Ach, falscher Knopf. Wollten wir den Typen angucken. Na, weg da. Er ist mittlerweile 77 Jahre alt. Das war ursprünglich der jüngste Kandidat, den wir haben konnten, ne? Und er ist jetzt 77 Jahre alt. Mal gucken, wie lange er es noch macht. Ich werde auf jeden Fall regelmäßig Arzttermine machen. Leibarzt, der mag uns sogar. Ich mache mit dem nochmal einen Termin, aber der 1. März. Weil wir sonst nichts frei haben. Ich hoffe, deswegen sterben wir nicht in der Zwischenzeit. Hier sollen wir noch Entschädigung leisten. Moment, lass mich mal kurz konzentrieren. 1000, Millionen, Milliarden, 10 Milliarden. Mal gucken, was passiert. Mal schauen, was passiert. Zehn Milliarden. Das wirkt echt ziemlich ruckelig, das Spiel. Ist nicht so toll. Und ich habe keine Prozesse im Hintergrund laufen. Ich mache die immer vorher zu, wenn ich streame. Ich meine, ich habe das nicht so ruckelig in Erinnerung. Arbeitslosenquote 0%. Ja, gut, ist unter 1%. Die haben auch überall hier ein bisschen Geld rausgenommen. Das würde ich auch noch bei Gelegenheit irgendwie reinstecken. Mal schauen, wann ich das mache. Die haben, glaube ich, nochmal neue Polizisten eingestellt, ne? Die Konservativen da. Ja, so viele Polizisten, so viel hat niemand sonst. Fast doppelt so viel. Na? Industrieminister gefährdet unsere Aktion. Es ist schrecklich. Der Gesundheitsminister ist ermordet worden. Oha. Na, bei der Terrorbekämpfung hat es wohl auch keine Fortschritte gegeben. Oh, sieht mir so aus, als hätten die sogar welche ab. Haben wir das gemacht? Oder haben die das gemacht? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall, es gibt keine ausländischen, also keine ausländischen Agenten, also keine Agenten im Ausland.
arbeiten, sag ich mal so. Hallo Mamo, schönen guten Abend. Terrororganisation zu der Operation. Wir hatten auch mal mehr Agenten. Ist bestimmt entlassen worden. Wir haben minus 6000 Agenten. Wir haben minus Agenten, negative Anzahl an Agenten. Ach so, was mich auch mal nachschauen wollte, das hatte ich mal gesehen. Ich wollte es nicht ganz wahrhaben, was ich da gesehen habe. Es sah so, als hätte der den Gehalt von einer Beamtengattung da vervielfacht. Stimmt das? Nö. Okay, dann habe ich mich geirrt. Dann habe ich mich geirrt. Guten Tag. Boah, wann wird das endlich aufhören? Diese ganzen Treffen, ja, im März. Warum frage ich eigentlich? Und wir verlieren trotzdem gerade Beliebtheit. Na? Komischerweise stellen die noch nicht mal so ein Angebot vor gerade. Ist ja merkwürdig. Aber ja, läuft bis jetzt ganz gut. Die nächste Präsidentenwahl wäre 2078, in 10 Jahren. Guten Tag. Das werde ich vielleicht auch nochmal wieder verkürzen. Mal schauen. Allgemein wieder zurückdemokratisieren für die Menschenrechte. Und das Geld ausgeben, was wir halt reinbekommen haben. Oder will man vielleicht warten, dass unsere Zinszahlungen noch größer werden? Aber schön, dass die Inflation weiter sinkt wieder. Gerne. Und hallo Roman YouTube 123. Schönen guten Abend. Diese Nachricht, ne, die verstehe ich absolut nicht. Weltweite Schwelle bald erreicht? Keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall genug. Unser Energiemix, wie sieht der eigentlich mittlerweile aus? Windenergie, Solar, Hauptsache nichts Fossiles. Wir sind immer noch bei 100% erneuerbare Energie. Abgesehen davon, dass wir jetzt irgendwie Öl und Gas produzieren. Ach ja, da war ja auch was ganz Komisches. Weil die Konservativen, die da an der Macht waren, die hatten eine Ölbohrplattform auf dem Festland gebaut. Ich frage mich, wie das möglich ist, aber sie haben es hingekriegt. Eine Ölbohrplattform auf dem Festland. Das ist keine normale Ölquelle, sondern eine Ölbohrplattform. Weiß nicht, wie man sowas macht, aber gut, sie haben es gemacht. Die terroristische Ordnung. Ich warte mal diese ganzen Treffen ab, bis dann wissen wir, wie ein bisschen Ruhe eingekehrt ist. Wir haben ja jetzt gleich März. Dann ist es geschafft. Natürlich haben wir jetzt unsere Steuerreform, ne, auch immer noch nicht gemacht, weil ich die ja rückgängig gemacht habe. Also das mit die Pornografiesteuer abschaffen und das, was ich mir überlegt habe, eben die Steuern zu erhöhen für die Steuern zu erhöhen für was war das? Alkohol? Nee, nicht Steuern erhöht für Alkohol, für Tabak und Salz und Fett war das, haben die Steuern erhöht. Guten Tag, ich komme. Die haben wahrscheinlich doch nicht diesen Bug ausgelöst. Aber ich habe es halt rückgängig gemacht, weil ich gedacht habe oder weil ich dann hin zurückgehen musste, weil danach alles zusammengebrochen ist. Mittlerweile stimmt auch die Lebenserwartung wieder. Ich weiß nicht, ob die jemals nach unten eingebrochen ist oder nicht. Keine Ahnung. Aber sie ist auf jeden Fall gerade normal, sage ich jetzt mal. Und auf unsere Verhältnisse sogar gut. Anstieg des Glücks, was sagt die Zahl? Die Terroristen. Was sagt der Wert?
Ja, 4,5, okay. Aber wir sind wieder fast bei Vollbeschäftigung. 0,1% ist der niedrigste mögliche Wert. So, jetzt haben wir langsam März. Also jetzt haben wir schon März. Guten Tag. Ich komme nicht mit Lea. Dann würde ich sagen, fangen wir mal dann in der nächsten Folge an. Also ne, jetzt haben wir so ein bisschen Status-Update. Was ist passiert? Läuft es an der Macht wieder? Es scheint erstmal zu laufen. Guten Tag. Es scheint erstmal zu laufen und das heißt, dann können wir uns fürs nächste Mal vornehmen, dann richtig Dinge zu tun. Das nervt. So. Gut. Dann sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und würdest du gerne mehr von sehen? Da schwirren dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen? Leider ist das im Moment für uns alles noch sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 Euro pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht viel Geld, aber wenn uns bereits jetzt jeder Abonnent diesen 1 Euro geben würde, könnten wir es bereits hauptberuflich umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir unseren Traum von YouTube zu leben bald Realität werden lassen können.